So, Markus Eisenbichler, was lange währt, wird gut. Jetzt kann man es dir ja sagen. Die Trainer haben dich absichtlich erstmal draußen gelassen, damit du richtig spitz wirst hier, damit du hier zuschlägst, damit du vor Ärger einen großen Teil der Weltklasse hinter dir lässt. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mich da nicht so drüber geärgert, dass ich jetzt da bei der Kleinen nicht starten habe dürfen. Ich wäre natürlich gern gestartet und umso mehr hat es mich jetzt gefreut, dass ich hier starten darf. Und ich habe einfach probiert, ganz normale lockere Sprünge zu machen. Der erste war nicht ganz so gut, der war ein bisschen spät von der Kante, aber der zweite, der war schon ziemlich gut und das freut mich wirklich, das Ergebnis, dass ich jetzt so Zehnter bin. Bist du jetzt ein Maximalist oder ein Perfektionist? Weil bei dir kann man ähnlich wie bei Michael Neumeier ablesen, selbst wenn dann nur 2 Meter fehlen aus deiner Sicht hier, da könntest du Steine beißen. Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt meine erste WM und ich bin froh, dass ich wenigstens mal starten habe dürfen und dass natürlich dann ein 10. Platz rauskommt. Mehr habe ich mir eigentlich gar nicht erhofft. Ich habe so gehofft, dass ich irgendwas unter die 15 wäre. Ja? Und das war schon ziemlich gut. Und jetzt gibt es zuverlässige Quellen, die sagen, dein Startplatz in der Mannschaft ist natürlich ungefährdet. Ja, das hoffe ich natürlich, dass ich in der Mannschaft starten darf. Ich hoffe, dass ich da einen Sevi und einen Ritsch unterstützen kann, so gut wie möglich. Und dass wir da auch nochmal zuschlagen können. Markus, was heißt den Sevi und den Ritsch unterstützen? Du musst deinen Part für eine Medaille bringen. Ja, das ist klar. Ich versuche einfach meine besten Sprünge zu zeigen und dann schauen wir mal, was der Computer ausrechnet. So, und mit dem 10. Platz heute im Rücken ist das vielleicht ein bisschen leichter. Ja, glaube ich schon. Alles Gute. Danke.